Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Wir haben das letzte Mal den Kometen quasi bestückt, besamt und wir dürfen jetzt... Weiter. Direkt die Arsch dabei. Hat es mich kein Stück erschreckt? Nein, mich kann man nicht erschrecken. Weißt du, gerade erst in die Folge reingegangen, gerade erst auf YouTube gewesen, ein bisschen in Confessions geguckt und dann plötzlich war ich komplett raus. Und erschreckhaft ein bisschen, aber egal. So. Ich weiß, dass hier etwas ist. Ich muss mit allem rechnen hier. Aber ich muss das Ding hier mitnehmen wahrscheinlich, ne? Nee, muss ich nicht. Hallo? Hier ist doch bestimmt irgendjemand. Muss ich Fahrstuhl fahren? Hä? Soll ich hier... Ist er wieder runter? Ich war noch nicht fertig? Ich war noch nicht fertig? Was soll ich noch machen? Oder bin ich gestorben, als ich in der Folgenpause war? Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob ich auf Start gedrückt habe. Es sah nicht so aus. Okay. Gehen wir einfach nochmal runter. Crazy. Was soll ich denn noch hier machen? Oh Gott, du Scheißleiche. Habe ich mich erschreckt. Gravitationsstrahlen zerstören? Was sind denn Gravitationsstrahlen? Die Dinger hier? Hm. Ich sterbe jetzt. Die Dinger zerstören? Sieht so aus, ne? Aber da wir da ja drin auch noch einen haben, werden wir uns erstmal angucken, wie wir die Dinger zerstören. Ist immer schön, wenn man nicht weiß, was man tun muss. Verstehe. Das ergibt natürlich Sinn. Ich habe aber keinen Sauerstoff dabei. Das war ein bisschen knapp. So, springen wir mal hier hin. Das zu dem. Auf der anderen Seite war noch einer, ne? Springen wir mal kurz hier rüber, denn mir fehlt gleich der Sauerstoff. Ernsthaft? Sag bloß, ich muss jetzt alles neu machen. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe trotzdem kaum Leben. Ja, Schild hier wieder hier. Okay, machen wir zuerst die hier, ne? Oben ist was. Okay, vielleicht sollte ich nicht da direkt durchfliegen. Ist vielleicht ein Plan, Zero. Ist vielleicht ein Plan. Ich bin auch ein bisschen unkonzentriert, weil ich gemerkt habe in der Aufnahme, als ich die Aufnahme gerade gestartet habe, dass ich eigentlich kurz auf stille Örtchen wollte. Naja. Ach komm. Da hätte es auch runterspringen können.
Wie auch immer, falls es zu laut geht. So, jetzt warten wir noch, bis er sich kurz bewegt. Und dann fliegen wir dahin. Eintritt Vakuum. Ich hoffe, es waren vier. Nicht, dass sich irgendwo noch ein Fünfter hier draußen versteckt. Ich hasse es hier draußen. Hoffentlich war das der letzte. Achtung! Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ich hau schon ab. Ende des Vakuums. Oh, geschafft. Bin ich jetzt unten oder oben? Es bringt gar nichts, das Ding jetzt abzuschießen, ne? Werden wir sehen. Wir springen einfach da hinten hin. Dann ist gut. Ich sehe die Türen. Ja. Okay. Wir haben das ganze Ding jetzt aufgelöst. Und unsere Quest sagt uns... wir sollen zurück. Okay, perfekt. Können wir unsere Straße gleich mal auffüllen. Und gleich kommen sowieso irgendwelche Fias, die mich töten wollen. Das ist der Schwerelosigkeit. Einfach so komme ich hier nicht raus. Aber ich sollte auf jeden Fall, wenn ich schon ein Medipack habe, es auch benutzen. Ich höre wieder diese Stimmen. Ich glaube, mein Charakter wird verrückt. Und wir müssen jetzt auf die andere Seite, zur Tür. Wie du weißt, wo kommt das jetzt her? Ja, komm, geh aus. Geh aus. Vielleicht ist es so manipulieren. Ah, hier geht's aus. Okay, auf der Seite geht's aus. Die Energie habe ich ja gerade rübergeschubst. Da ist er doch. Jetzt gucken wir mal, ob die Gegner sind. Ist doch hier wieder irgendwie so ein Zappel. Ja, cool. Abendessen. Ich höre es blubbern. Ich höre es irgendwie blubbern. Oh, 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 oh. Alles gut irgendwie. Alles gut. Okay, aber wenn wir hier schon mal beim Shop sind, können wir auch gleich mal den Shop benutzen. War hier nicht ein Shop? Nee, die Werkbank war hier, ne? Na gut. Die brauche ich nicht. Moment, wo packe ich das Ding jetzt rein? Wo hole ich das her? Ach, da. Somit hat er wieder Strom. Oh. Ach, wir sind auf der anderen Seite, wo die Steine zertrümmert werden. Ah, nice. Dann lassen Sie mich mal hoch. Oh Mann. Ach, jetzt geht die Tür plötzlich. Du hast dich bewegt. So, ich habe ihm den Kopf weggenommen. Wenn hier gleich so ein Vampirviech kommt. Okay. Was machen wir jetzt damit? Dankeschön. Ein Knoten erhalten. Schießen wir das jetzt weg? Ladung 8. Ich meine, der ist ein bisschen ziemlich rund, ne? Der Sender ist unterwegs.
Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Anomalie registriert. Okay, Quarantäne wurde aktiviert. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der COM-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen. Wenn nein, kann ich nicht. Wenn jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit kann ich nicht einfach sterben und dann das Ende. Da stecken. Das sind die schnellen Viecher, ne? Ich dachte, das wäre immer ein Klischee, dass die Schwarzen schneller sind als die Weißen. Aber anscheinend ist das nicht so. So, deine Munition wieder zurückbekommen. Perfekt. Und was habe ich denn momentan die meiste Munition? Ja, von dem, den ich jetzt gerade habe. Okay. Laufe ich noch richtig? Nein. Doch, laufe ich, klar. Logisch. Ich weiß immer noch nicht, was das da unten links ist. Wenn ich jetzt mal auf mein Inventar zugreife für Objekte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein übelstes Feature, was alles Mögliche um dich in deiner Umgebung tötet. Ich weiß es halt nicht. Wer weiß. Ach, Fahrstuhl. Wo muss ich jetzt hin? Ganz oben wieder, ne? Ich hasse den Fahrstuhl. Da kommt doch wieder irgendwas rausgeschossen aus diesen Lüftungsdingern. Der Weg so hoch sein. Mach nur einer diesmal. Nice, danke. Ich höre euch. Ihr kleinen Vieh. Sechs Vieh. Ich hasse kleine Feinde. Die werden verboten. Ich höre hinter mir noch jemanden kriechen. Ich werde wahrscheinlich gleich getötet. Ja, bitte noch langsamer. Wie er sich anschleichen will. Wie er sich anschleichen will. Die kleine Potsau. Habt ihr das gesehen? Ich habe sowieso nur einen Energieknoten, das lohnt sich gar nicht. Ach, ich habe ja was vergessen. Erstmal zum Shop. So, was haben wir in unserem Inventar, was wir weggeben können? Stasis-Pack brauchen wir nicht, Halbleiter brauchen wir nicht. Stahlmunition, Flammenwerfermunition, ja, perfekt. 15 haben wir wieder. Das heißt, noch ein Energieknoten. Zack. Somit haben wir unsere Waffen komplett. Ich weiß nicht, ob es auch irgendwas bringt, diese blassen Dinge auszufüllen. Aber vielleicht google ich das einfach mal. So, complete. So, fehlt noch das Plasmagewehr, oder? Genau, da brauchen wir auch nur noch zwei. Aber das war ein bisschen Tempo, komm. Können wir drüber hinwegsehen. Ich möchte nämlich gleich eine andere Alternative haben mit, wer weiß.
Kann ich auch nicht mal schaden, ne? So, wo genau soll ich jetzt hin? Ah, okay. Nächster Akt wahrscheinlich, ne? Was sind wir jetzt? Akt 7, glaube ich. Oh, was hat eine Zero da wieder vergessen? Okay. Ja, komm voran. Wer hätte es gedacht? So. Akt 7 abgeschlossen? Alter, bin ich schnell. Wir sind schon Akt 8. Holy shit. Ins Leere. Abgeschlossen. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Ich sehe dich. Ich hab ihn doch schon gesehen. Oh, ihr kennt Scheiß, Kleiner. Mama, ihr kennt Scheiß. Da kommt bestimmt wieder so ein Dicker. Er hat die Fahrstühle eingenommen. Hätte schwören können, er war hier irgendwo. Aber gut, dann halt nicht. Das ist nicht ganz koscher. Die roten Behälter sind offen. Gefährliche Anomalie registriert. Darf ich die zu verstecken? Außerdem hat der Dicke das letzte Mal die Fensterscheiben kaputt gemacht. Die können nicht wieder da sein. Du für Kobold. Normalerweise mache ich das hier solche Geräusche. Die Schwarzen. Tja. Ich höre aus welchen Richtungen ihr kommt. Ihr Verzaun. Wo ist der andere? Hallo? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo bist du hingekrochen? Wer es zuerst hat gewachen, dem ist es aus dem Arsch gekrochen. Da ist er! Da ist er einfach weggekrochen, weißt du? Hau ab! Ich sag, hau ab! Alter, sei mal nicht so aufdringlich! Muss auch noch ein zweiter sein, oder? Quarantäne aufgehoben. Drecksviecher. Ausgerottet gehört ihr. Und euch auf die Erde lassen? Ne. Ich meine, ihr seid sowieso dann in Sekundenschnelle tot. Die würden vielleicht ein, zwei infizieren, aber so schnell. Ich denke mal, die werden ausgelöscht, wenn die auf die Erde kommen. Und wir haben da Waffen. Sagen wir mal, Deutschland wird befallen. Atombombe drauf, pff, finito. So würde Amerika denken. Aber die Guten würden natürlich denken, hey, ich kann hier gar nicht runter. Lasst uns doch die Leute retten. Und dadurch wird natürlich die ganze Erde infiziert. Weil die Menschen denken, sie können Leute retten. Dabei können sie das gar nicht. Und dann werden alle sterben. Aber manchmal muss man Opfer bringen, Freunde. Manchmal muss man Opfer bringen. Um den Rest der Bevölkerung zu retten. Oh, Ebene 1 können wir gar nicht. Hier haben wir Ebene 3. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein.
Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Okilidokili. So. Ich verwende den hier jetzt nur noch, um Gliedmassen abzutrennen und den hier, um den anderen Rest fertig zu machen. Das ist der Plan. Wer legt denn hier die ganze Munition hin, währenddessen ich weg bin? Und wer repariert die Scheiben? Was soll denn das? Achso, die Behälter, die vorher rot waren, sind jetzt nicht mehr rot. Muss das sein? So einfach hätten wir es haben können, weißt du? So einfach. Aber ich hab's mir schwer gemacht. Schwer gemacht. Alter, ich werd langsam müde. So. Sicherheitshalber. Wer bist du denn? Oh, okay. Jetzt weiß ich, was es war. Jetzt weiß ich es. Okay. Wir speichern kurz. So. Ich werde aber jetzt ein kleines Schläfchen machen und dann zur Arbeit gehen und wir sehen uns dann morgen bei einer frischen neuen Aufnahme wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.